pauschale Abwertungen sind selbstverständlich generell schlecht. Und ein Satz wie die Muslime kann nie richtig sein. Er ist schlicht ergreifend falsch. Es geht darum, natürlich auch mit den auf dem Grundgesetz stehenden muslimischen Verbänden, auch mit Moscheegemeinden ins Gespräch zu kommen, auch gegenseitig die Religion, den Glauben kennenzulernen. Ich glaube, das Entscheidende ist, wer eine andere Religion ein bisschen kennengelernt hat, der tut sich erheblich leichter, diese Unterschiede auch zu verstehen und zu akzeptieren.